Ja, wir werden einige Stadien und auch zwei, drei andere Sehenswürdigkeiten in Brüssel uns anschauen. Und wenn die Zeit noch bleibt, noch nach Mechelen 20 Kilometer weiterfliegen. So, unser erstes Stadion liegt vor uns auf etwa 1 Uhr. Ich gehe noch ein bisschen runter. Das Drei-Linden-Stadion, das Stadion der drei Linden. Vermutlich sind da auch noch ein paar mehr Linden zu sehen, aber es ist ein Riesending. Hier rechts sieht man es noch verschwinden, keine Sorge, ich drehe wieder. Ja, richtiger Kultground. Tausende Stehplätze. Ist 1948 erbaut worden. Ja, weil man da einfach nach dem Krieg in die Infrastruktur investieren wollte und das war da so ein bisschen ein Prestigeprojekt. Und da war Royal Racing Club Brüssel beheimatet. Jetzt sieht man das, die Tribüne seht ihr. Und links müssen jetzt auch sehr schön, jawohl, die riesigen Stehränge zu erkennen sein. Ich drehe nochmal. Schön finde ich, dass in der niederländischen Wikipedia, also eine Seite, die sich als neutrale Informationsquelle versteht, der Begriff Megalomanie gefallen ist, also größenwahnsinnig. Das Stadion ist für 40.000 ausgelegt und ja, heute würde man da wahrscheinlich aus Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr so viele reinlassen, aber es ist halt einfach sehr überdimensioniert. Es ist einfach ein Riesenstadion, das niemals bis zur vollen Kapazität ausgeschöpft wurde. Hier unten sehen wir es nochmal sehr schön. Das Stadion Drei Linden. Über dem Europäischen Parlament. Links neben dem Flugzeug dieses ovale Gebäude. Mit dieser Erhöhung in der Mitte, das ist das Europaparlament. Dreht gleich nochmal. Hier ist das sogenannte Europaviertel. Da sind also auch die Europäische Kommission und diverse Botschaften beheimatet. Hier rechts, quasi jetzt so auf 1 Uhr, ja, jetzt auf 12 Uhr, das ist der Triumphbogen. Ja, ist also auch so eine Sehenswürdigkeit, die man sich kostenlos Tag und Nacht anschauen kann. Hier ist auch der in dem Gebäude der Rat der Europäischen Union beheimatet. Ja, also alles, was mit dem Thema EU, Europa etc. zu tun hat, Diplomatie ist hier ans Treffen. Wir fliegen weiter. So, rechts, da ist es doch auch schon. An der rechten Tragfläche das Stade Adrien Bertelsson. Auch sehr viele Stehplätze. Ich drehe gleich nochmal, keine Sorge. Ja, das Stadion wollte ich mal fotografieren, als ich da in der Ecke war. Und ja, bin da auch hingelaufen, über den Weg. Dachte mir, das ist vielleicht steht offen, kann man ein paar Fotos machen. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass da auf einmal ein echt großer Hund aus dem Gebüsch kam. So ein richtiges Kalb. Und ja, wir standen uns da so mit, keine Ahnung, 80 Meter Entfernung gegenüber. Er guckte mich böse an, ich guckte ängstlich zurück und ja, dann habe ich ganz schnell wieder umgedreht und das Stadion Bertelsson leider nicht fotografiert. So, sehen wir es jetzt gleich nochmal. Voraus. Die Tribüne ist links zu erkennen. Und ja, restliche rund Stehplätze. Das Stadion ist baufällig, ist allerdings als neue Spielstätte für den
nächsten Verein im Gespräch. Also das soll umgebaut werden auf 17.000 Plätze. Für den Verein, der hier, seht ihr das Waldstück, und links ist das Stade Josef Marin. Links die Tribüne zu erkennen. Ist eine wunderschöne Art Deco-Fassade, die unter Denkmalschutz steht. Und hier ist der belgische Vizemeister Union Saint-Gilloise beheimatet, der als Erstliga-Aufsteiger sensationell Vizemeister wurde. Lange Zeit sah es sogar so aus, als ob sie Meister werden könnten. Ich rede gleich nochmal. Wurden dann aber von Club Brügge noch abgefangen. Ja, und dieses Stadion ist halt sehr alt, hat sehr viele Stehplätze auf der Gegengerade. Ja, die spielen Champions League Quali diese Saison, also kommende Saison. Ausgelost ist auch schon, spielen gegen Glasgow Rangers oder einfach nur Rangers, wie Fußballpuristen sagen. Hier seht ihr das. Hinter den Toren sind inzwischen Sitzplätze. Sieht man hier leider noch nicht auf der Karte. Und dieses Champions League Quali-Spiel müssen sie im etwa 30 Kilometer östlich von Brüssel gelegenen Leuven austragen, weil dieses Stadion einfach zu alt ist und zu wenig Sitzplätze hat. Das Stadion von Anderlecht ist ein bisschen paradox, weil es war eines der ersten in den hiesigen Breitengraden, das in den 80ern oder Ende der 80er beim Umbau mit VIP-Logen großflächig ausgestattet wurde. Rechts sieht man es. Hat dann aber gleichzeitig sehr lange den Trend mit Sponsorennamen nicht mitgemacht und hieß bis 2019 Constant Fund and Stock Stadion nach einem ehemaligen Präsidenten, der den Ausbau vorangetrieben hat. Rechts sehen wir es. Links oben, diese eine Ecke, ist ganz markant. Da muss sich das Stadion der Straße anpassen. Die ist so ein bisschen abgeschnitten. Wir drehen gleich nochmal. Ja, seit 2019 heißt das Ding aber nun doch nach einem Sponsoren Lotto Park. 22.500 Plätze. Matchday Experience bei Anderlecht ist ganz cool, weil das ist da alles so dicht bebaut, dass in den Straßen rund um das Stadion, in diesen Altbaugassen unter uns, sieht man das Stadion nochmal verschwinden. Ich drehe nochmal. In diesen engen Altbaugassen überall Fressstände sind und bei den Kneipen sitzt man draußen und das ist alles recht günstig und ganz entspannt. Also das ist ganz cool. Und ich habe in dem Stadion auch meinen höchsten Erstligasieg von einem Verein gesehen. 8:1 hat Anderlecht damals Beveren aus dem Stadion geschossen, 2007, als ich da war. So, links sieht man das Stadion jetzt nochmal von SC Anderlecht. Ja, das ist also, das Spiel ist wieder ein Verein, der RWD Molenbeek heißt, ist aber nicht zu verwechseln mit dem, ich sag jetzt mal, alten RWD Molenbeek, weil die sind irgendwann liquidiert worden und in Belgien wird sowieso ständig neu gegründet, fusioniert, Vereine angeschlossen, da blickt man eben nicht mehr durch. Als ich dort war, rechts sehen wir das Stadion, zwei Seitentribünen, hinter dem ein Tor ist nichts, rechts und quasi links unten ist eine Stehplatztribüne, wir drehen nochmal. Und ja, als ich dort war, war gerade ein Erstligist mit dem Namen FC Brüssel dort beheimatet, also kreativer geht es nicht. Den gibt es aber inzwischen auch schon wieder nicht mehr. Und momentan spielt eben ein neuer Verein, der sich RWD Molenbeek nennt dort. So sieht man die beiden Seitentribünen und rechts die Stehplätze. Ich bin jetzt auf der links unten zu sehenden Tribüne gesessen und ich behaupte einfach mal, das würde der deutschen Brandschutzbestimmungen niemals entsprechen. Nur ein gemeinsamen Ein- und Ausgang und nach dem Spiel verlassen dann, keine Ahnung, was auf so eine Tribüne passen, 5000 Leute, schätze ich mal, 4 bis 5000. Über diesen einen Ausgang das Stadion, alles ist eng, alles staut sich. Und wenn da irgendwie mal ein Feuer ausbrechen würde, das wäre eine Katastrophe. So, sieht man jetzt nochmal wunderschön das Edmond Martens Stadion, links unten verschwinden. Ja. Denn es folgt eine der beiden Top-Attraktionen von Brüssel. Nämlich der Grote Markt. So, links unten sehen wir ihn. Dieser Platz mit dem Rathaus ist in seiner Gesamtheit ebenfalls zum Weltkulturerbe ernannt worden.
Und ja, da sind einfach ein gotisches Rathaus und so eine geschlossene, barock ist das glaube ich, so eine Fassadenfront. Da ist auch das Mannequin Piss direkt um die Ecke und da ist auch alles echt teuer. Da bin ich mal böse reingefallen, als ich dachte, ich kaufe mir eine belgische Waffel für 1,50 Euro. So, unter uns sehen wir den großen Markt mit dem Rathaus links. Dachte, ich kaufe da eine belgische Waffel für 1,50 Euro und habe gesagt, ja, Sahne drauf, Erdbeeren drauf, Schokosauce drauf, Streusel drauf. Kostet ja nur 1,50 Euro, hau drauf, Meister. Und 1,50 war aber der Preis für die nackte Waffel und ich habe dann am Ende, keine Ahnung, 8 Euro oder so gezahlt. Aber als trotteliger Tourist muss das schon auch mal drin sein. Da gibt es eben auch ein wirklich cooles Stadion. Ah, da ist es auch schon. Und zwar rechts von der Tragfläche wird es gleich auftauchen. Das kommunale Stadion von Jeton. Sieht ja die Tribüne und sehr viele Stehplätze, leider jetzt hier nicht so eindrucksvoll, aber hat auch sehr viele Stehplätze mit Betonwellenbrechern zu. So, nochmal unter uns das Expo-Stadion. Hat so eine recht eigenwillige Tribüne, die auf so einem Grasball aufsitzt und einfach sehr, sehr viele Stehplätze. Nämlich das Atomium. Wurde ebenfalls zur Expo 58 errichtet und soll eine Elementarzelle eines Kristalls aus 9 Atomen bestehend darstellen. Und ja, es ist 102 Meter hoch, sollte eigentlich noch ein bisschen höher werden, aber da hat man aus Gründen der Flugsicherung darauf verzichtet, das noch höher zu bauen. Ja, also wenn ich gleich reinkrache, hat das nichts gebracht. So. Wunderbar, das Atomium. Ich drehe nochmal, weil es echt geil aussieht und mache ein bisschen langsamer. Ja, rechts sieht man das Messegelände. Da wollte ich Anfang 2020 auf eine Drohnenmesse. Ja, ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Rechts nochmal das Atomium. Ist auch besuchbar, also man kann das besichtigen und kann. Nationalstadion von Belgien. Das König Baudewein Stadion, wie es inzwischen heißt, links unten zu sehen. 50.000 Sitzplätze, das größte Stadion von Belgien. Früher eben Heysel Stadion genannt und da gab es 1985 diese Stadionkatastrophe, als beim Finale im Europapokal der Landesmeister Liverpool Fans, die gar nicht in einem bestimmten Block sein durften, sollten, die Italiener von Juve, die italienischen Fans, sollten in einem neutralen Block eigentlich nicht sein, der neben dem Liverpool-Block war, aber ein korrupter, UEFA-Funktionär hat überteuerte Karten für diesen Block an italienische Fans verkauft. Ja, die Liverpooler haben sich davon irgendwie provoziert gefühlt und sind in diesen Block gestürmt. Es war kaum Polizei da und bei der ausbrechenden Massenpanik ist eine morsche baufällige Mauer eingekracht. 39 Menschen sind gestorben, waren furchtbare Bilder damals. Bis zu 600 Verletzte. Und das Stadion ist dann irgendwann, das war 85 und wurde in den 90ern komplett neu gebaut. Also auch diese einzelne freistehende Tribüne hier rechts ist, sieht alt aus, ist aber neu. Das Eröffnungsspiel der Euro 2000 hat hier stattgefunden und auch, ich glaube, 96, das ist Europapokalfinale der Pokalsieger. Unter uns sieht man es. Ja. Ist halt ein Riesenstadion, aber man sieht an allen Ecken und Enden, dass das jetzt auch schon wieder in die Jahre gekommen ist. Es hat halt keinen regelmäßigen Hausherrn, außer der Nationalmannschaft und dem belgischen Pokalfinale. Und ja, da ist auch alles voll mit Taubenkacke und da kümmert sich niemand richtig drum. Und von daher gibt es da auch schon wieder Neubau- und Umbaupläne, aber realisiert worden ist davon vermutlich auch infolge der Pandemie bis jetzt gar nichts. Es ist also immer noch das belgische Nationalstadion, wo die Nationalmannschaft spielt. So, unter uns quasi jetzt direkt ist ein Freizeitpark, Mini-Europa. Und ja, da sind berühmte europäische Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1:25 nachgebaut.
Ich fand's cool, da unter uns zu sehen. Mini-Europa, kleiner Freizeitpark mit Modell. Rechts unter uns ist das sogenannte kleine Heisel-Stadion, das Annexe Heisel. Und dort spielen die Jugendmannschaften oder einige Jugendmannschaften vom RSC Anderlecht und auch die Frauen vom RSC Anderlecht haben dort schon gespielt. Rugby wurde dort gespielt. Ja, ist eigentlich ein ganz gutes Stadion sogar. Sehen wir es gleich nochmal. Rechts unten das Annexe Heisel und vor uns das große Heisel, das König-Baudewein-Stadion. So, wer hat jetzt noch Bock, nach Mechelen weiterzufliegen? Irgendwie 11 Kilometer. Ja, wir waren vorhin irgendwie stehen geblieben bei KV Mechelen. Liquidiert und dann in die dritte Liga zwangsversetzt. Mit, ich glaube, 6 Punkten Abzug noch, 2003. Und dort kam es dann zum ersten Mal seit Ende der 80er wieder zum großen Derby in Mechelen. Ja, der zweite Mechelener Verein, KRC Mechelen oder auch Racing Mechelen genannt, ist wahrscheinlich nicht so bekannt. Aber da hatte sich dann durch die großen Erfolge des Lokalrivalen wohl einiges an Frust aufgestaut, denn ich glaube, das war das krasseste Randale-Spiel, bei dem ich jemals war. Wir wurden da schon vorm Spiel angesprochen von Fans von Racing Mechelen, ob wir Deutsche wären. Ja, haben wir bejaht, ob wir denn Alemannia Aachen-Fans wären. Und dann haben wir gesagt, nö, sind wir nicht. Ob wir uns aber trotzdem prügeln wollen würden. Und ja, haben wir dann dankend abgelehnt. Hier unten sind wir in den Altstadtring von Mechelen. Da so sieht man noch diese quasi die alte Stadtmauer. Fast kreisrund. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Knapp außerhalb dieses Altstadtrings müssten auch die beiden Stadien liegen. Die sind sehr nah beieinander, was dann sicherlich auch zu der Rivalität beigetragen hat. Ja, nach dem Spiel gab es dann noch stundenlange Straßenschlachten. Ich übertreibe da wirklich nicht. Und wir mussten über Umwege wieder zu unseren Autos kommen. Wir wurden da fast noch von so einem berittenen Polizisten weggeknüppelt, der dadurch im Blutrausch durch die Stadt, durch die Straße geritten ist. So, unter uns sehen wir das. Der rechte Platz neben dem rechten Flügel, das ist das Oscar van Kiesbeck Stadion von Racing Mechelen. Keine Sorge, ich drehe auch gleich nochmal. Ja, auch eine wunderschöne Fassade, wo das, das Wappen von Racing Mechelen so eingraviert ist. Kann ich vielleicht nachher mal bei Twitter posten. Und ja, zu diesem ersten Derby nach, ich glaube, 14 Jahren war das oder so, 2003, in der dritten belgischen Liga kamen 10.000 Zuschauer und es wären wahrscheinlich auch noch mehr gekommen, aber es war ausverkauft. Das ist wirklich eine unerhörte Zuschauerzahl in der dritten Liga in Belgien. Und ja, wie gesagt, nach dem Spiel ging es richtig ab. Es hat irgendwie, glaube ich, 2 Stunden gedauert, bis wir alle wieder am Auto waren und wegfahren konnten. Und wenn wir nicht noch in einen Vorgarten gesprungen wären, über so einen kleinen Zaun, hätte uns der Bulle mit seinem Knüppel auch erwischt. Ja, leider sieht das auch nicht so eindrucksvoll aus, aber die Tribüne, die ist wirklich ein Traum. Natürlich die Frage bei solchen alten Tribünen, wie lange die noch stehen wird. Weiter geht's zum Stadion von KV Mechelen, dem Europapokalsieger, der jetzt wieder in ruhigeren Fahrwassern schwimmt. 2019 zum zweiten Mal Pokalsieger geworden. Also die sind etabliert in der ersten Liga, haben auch eine sehr gute und interessante Fanszene. Also ich habe damals, als sie in der dritten Liga gespielt haben, bestimmt 5 Auswärtsspiele oder so von denen geguckt, weil das war immer spaßig, da war immer Action, wenn die da quasi auf den kleineren Plätzen aufgelaufen sind. Und ja, wenn ihr mal ein Auswärtsspiel von KV Mechelen sehen könnt, macht das, also gute Fanszene. So, ist auch ein bisschen flach dargestellt. Ja, so ein typisches, moderneres belgisches Stadion mit auch noch älteren Anteilen, also sehr ziemlich verbaut, alt und neu gemischt und ja, auch die obligatorische VIP-Tribüne hinterm Tor darf da nicht fehlen.
das Stadion achter der Kaserne von KV Mechelen, also das heißt hinter der Kaserne. Irgendwo muss hier eine Kaserne sein oder mal gewesen sein. Eine Zusammenfassung von dem Flug lade ich bei YouTube hoch und hier dieses Video wird es als Video on Demand bei Twitch geben. Danke an alle, die zugeschaut haben und bis bald. Ciao.